Können wir denn irgendwie an Infos, was jetzt mit Kinderwagen? Wir stehen jetzt vor der Halle. Hier ist Leani. Ich kann dir nicht viel filmen, weil hier viele Leute sind. Aber hier ist noch ein Kind. Das ist Pete. Ja, sollen wir sonst eben und da hinten ist noch ein Kind drin. Ja, genau. Hier ist noch ein Kind drin. Die Schlange ist sehr lang, aber die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ja. Und wir warten jetzt hier und gehen hoffentlich gleich rein. Nein, sie ja, ich mag das. Also hier wurde schon das erste Messebaby gekauft, obwohl wir noch in der Schlange stehen. Wir sind noch nicht mal drin. Und du musst hier bleiben, sonst kann ich dein Kind nicht finden. Und das erste Messebaby wurde schon gekauft. Das ist ein bisschen unfair, aber wir freuen uns trotzdem für uns. Silja war schneller. Vorher, wir gehen jetzt über den Zebrastreifen. Das filme ich jetzt. Also wir machen uns jetzt auf den Weg zur zweiten Halle. Sind in der ersten Halle schon durch. Ja. Wir waren alle schon, naja nicht alle, aber wir waren schon, es sind schon Dinge passiert, sagen wir mal so. Das hier ist passiert. Das ist Siljas neues Baby. Ja. Darf ich den Namen sagen? Ja. Er heißt Josse. Heißt er Josse? Ja, er heißt Josse. Oh Gott, er hat schon eine Schnullerge, ich habe noch nicht gesehen. Okay. Und hier da vorne, Tabia, hat sich auch schon ein Baby gekauft, beziehungsweise angezahlt. Das wollen wir nachher ab, das habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, weil ich weiß nicht, ob ich die Stände-Videos gesondert hochlade. Genau, und jetzt machen wir uns auf den Weg zur anderen Halle. Gucken, was da noch los ist. Oh! Ganz aufregend. Das ist sehr aufregend. Ja, ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich muss gucken, ob dieser Schnuller dem Baby passt, das meine Freundin gerade gekauft hat. Der ist hier. Ja. Also der war es vielleicht nicht, wir haben jetzt noch einen. Nächster Versuch. Ich nehme jetzt die ganze Dose mit. So. Das ist falsch. So umgehört der. Passt gar nicht. Passt gar nicht? Nee. Nee. Der ist ganz gut. Naja. Also wir sind jetzt gerade wieder in der Jugendherberge, kurz vor dem Treffen. Ich habe ganz viel gefilmt, aber daraus mache ich ein separates Video. Hier sind schöne Socken. Die haben wir nicht gekauft, aber wir zeigen euch mal, was wir bis jetzt gekauft haben. Ich habe noch nichts gekauft, tatsächlich. Dieses Schüchchen hier gab es. Diesen Pulli und ich habe tatsächlich was geschenkt bekommen. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo ich es hingelegt habe. Oh, ich habe viel geschenkt. Ich habe nämlich hier noch was bekommen heute Morgen, so ein Pulli. Richtig süß, weil ich habe einer Freundin von uns gesagt, sie soll mal was mit mehr Farbe und so Color Blocking, stehe ich ja gerade so drauf, machen. Und dann hat sie mir den einfach genäht und geschenkt. Wie süß ist das bitte? Klar, gerade vorhin noch ein Geschenk bekommen. Ich möchte euch jetzt hier nicht das Chaos filmen. Finde ich jetzt nicht. Doch, hier ist der. Guck mal, hier ist der doch. Nee, das geht bei meinem Handy tatsächlich nicht. Ist richtig nervig. Also, den haben wir auch gerade geschenkt bekommen. Richtig süß. Der war in so einer Wühlkiste, richtig? Mhm. Richtig cool. Hab ich ein Schnäppchen gemacht. Und seine Decke, zeigst du dir noch, Silja? Ich würde auch gerne meine Schnullerkette zeigen, aber ich finde sie gerade. Okay. Dann machen wir noch mal kurz einen Cut. Gefunden? Ja. Und jetzt kommen die Sachen von meinem Freund. Diese super süße Schnullerkette, warte, hier ist auch noch nämlich ein Regenbogen drauf. Ja. Die wollte ich mir auch erst kaufen, aber jetzt lasse ich mir so eine ähnliche machen. Ich finde die so schön und die passt perfekt zu meiner Trage. Meine Freundin hat genau die gleiche Trage, deswegen auch zu ihrer und zu meiner Ringsling. Und diese Decke, wenn es die noch gibt, muss ich mir die auch noch mal kaufen, glaube ich. Die gibt es. Weil die ist mit Rotkehlchen. Wie süß ist das bitte? Auf der anderen Seite so, ist es so Waffel. Heißt es Waffelpiqué? Ja, ich glaube schon. Ha, danke. Ich bin so gut. Genau. Oh, das hätte ich nicht machen sollen, den Move mit meinem Arm. Ich bin zu alt. Genau, aber das sind hier unsere Sachen. Und ich glaube, ich habe was vergessen zu zeigen. Aber es ist alles sehr überfordernd gerade. Wir waren jetzt stundenlang wirklich auf der Messe. Mache jetzt nur kurz Pause und gleich geht's wieder los zum großen Treffen. Und ja, dann sehen wir uns auch schon wieder.
Jetzt müsst ihr auch reden. Ihr könnt ruhig weiterreden. Ja, das ist halt wieder mit dem Ausdruck. Aber jetzt ist, die sind sehr süß zusammen. Chill, die gucken beide sehr. Ja. Sie guckt so ein bisschen. Ich komme jetzt mein Weg. Du bist in den Seen? Ja. Ja. Oh. Oh. Noch nicht fressen. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es auch noch nicht. Ich möchte es auch. Oh. Hoffentlich ist es schön. Ich habe es noch nicht gesehen. Sie steht da und unterhält sich. Ja, sie unterhält sich noch. Sie nicht. Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit noch. Hier. Ja. Wie du möchtest. Okay, auch dein, wir weiß noch nicht, dass er ja, ich habe einfach meins da rausgeholt. Warum haben wir ja, nicht eine Rolle mit hier? Ja, hab ich doch. Das ist meine Rolle, die nehmen wir. Ah, achso, deine Schwarte. Achtung. Kannst du mir mal sagen, wo dein Baby ist? Ja, sie kommt gleich. Ja, sind meine Baby. Ich bin mein Baby schon. Nevi hat die hoheitliche Aufgabe. Komm jetzt ein Baby. Wo ist dein Baby? Ich hab's noch nicht geguckt. Oh, mein Hallo, na? Liebe Elena, das ist dein Baby. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh mein Gott, das ist so groß. Bibi ist groß. Ja. Aber ich hab's viel leichter gemacht. Wie sollen wir das jetzt machen? Ja, das ich kann ich mithalten. Da drauf. Hier drauf. Oh ja, auf dem Kinderwagen ist gut. Ja. Dann nee, mach das mal. Oh, drück mal, drücken. Oh mein Gott, das ist gut. Du musst mal eben. Also, warte. Hier ist der Kaffee. Okay. Oh, Entschuldigung. Leani macht hier. Ja. Du kannst auch gerne hier bleiben, aber also wie du willst. Wenn du zu tun hast. Nein, das ist Spaß. Achso. Das ist nichts drin. Das ist nur ein Dummy. Aber du sagst ja. Oh, furchtbar. Nimm wieder mit. Ich gehe jetzt so. Oh mein Gott. Ich hatte noch nie ein Ashwagen-Baby. Oh mein Gott, es ist bunt! Ja, das wollte ich so. Oh mein Gott, es ist ein Windel! Es ist dunkelhäutig. Ich hab's in die Gruppe geschickt, das stimmt. Du warst es. Ich war es. Sie hat es in die Gruppe geschickt, in unsere Gruppe, und ich habe gesagt: Warum machst du das? Ich hab's schon eine. Warte mal, das hängt am Boden. So. Oh. War das ein Oh Gott ja oder ein Oh Gott nein? Oh Gott, ja. Nein. Oh Gott, ja. So sieht es aus. Ich denke, es sind zu viele. Guck mal, die Haare. Topsy. Haare. Ich kann nicht beides. Ich kann nicht filmen. Du sollst. Guck mal, wie krass hier ja. Die Unterschiede. Ja, deswegen fand ich das halt so toll. Ich filme jetzt ein bisschen, Papsi. Das ist gut, dass du da gerade stehst. Also das ist Lias neues Baby. Und jetzt, das ist Tabias neues Baby. Du musst hier ein bisschen, da kommt der Stoffkörper raus. Der ist sowieso der coolste hier. Marlene kennt ihr schon. Da hinten, die kennt ihr auch schon. Das ist Clea. Hier ist auch Fridtjof und Konsorten. Und dann zeige ich euch hier noch ein paar andere, wie sie hier so rumstromern. Oh, Fridtjof. Kannst auch mit mir reden, muss mir nicht an. Ich versuche mich anzumelden. Da ist auch ein Baby. Da sind noch mehr Babys. Entschuldigung. Da sind noch mehr Babys. Das ist die Schlapplente. Wir brauchen aber noch einen coolen Namen. Cool. Guck mal, wie wabbelig. Die ist so süß. Babystar. Leani kennt ihr auch. Das kennt ihr noch nicht. Warte mal, das hatte gerade aber schon einen Namen, ne? Wo ist Alea. Alea, ne? Oder? Das ist Alea. Den Namen habe ich vorgeschlagen. Wie heißt dein Kind? Goldi. Das ist Goldi. Wie man hier aussieht, den Namen habe ich übrigens erraten. Bin nämlich gut. Da ist ein echtes Kind drin, das wir jetzt nicht filmen. Hier sind auch noch Kinder. Jede Menge Kinder. Das sieht ein bisschen ungemütlich aus, macht aber nichts. Da hinten sieht es auch ein bisschen ungemütlich aus, macht aber nichts. Wo war ich jetzt noch nicht? Überall. Ja. Oh, ein Apfel, aber da kann ich noch nicht mehr reden, du bist ja lustig. Ey, als jetzt nehmen wir einen Apfel. Entschuldigung. Das ist so voll. Oh, da hinten waren wir noch nicht. Das ist Kali. Das ist Levi. Und da ist Mila. Und der hat ihr Einhorn dabei. Und hier in diesem Kinderwagen liegt dieses Baby. Das heißt Nike. Nicht, dass ihr denkt, ich kenne hier alle.
Nee, das war nur Zufall, dass ich die kannte. Ich weiß zum Beispiel nicht, wer das ist. Oder wer diese Kinder sind und wem die gehören. Keine Ahnung. Viele Kinder. Das Kind, ich weiß, wie man das gehört, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Milo. Wo ist denn die? Frag mal gleich, dann erzähle ich es euch. Und auch noch zwei Kinder, das Kind ist ein bisschen versteckt da hinten. Hier ist auch noch ein Kind. Hat das Kind schon einen Namen? Ich weiß nicht, vergessen. Mist. Wie das Kind heißt? Tori. Das ist Tori. Alea Victoria. Lea. Oh. Alea Victoria. Alea Victoria. Sehr schön. Und wer ist hier? Esia. Heißt die bei dir auch so? Die habe ich leider nicht mehr. Die wurde mir erst mal verkauft. So, oh. Wollte sie eigentlich wieder mit gegen nach Hause deinen nehmen? Willen? Ja. Das ist aber gemein. Sie, wollte sie wieder mit nach Hause nehmen, aber nein. Ja, das darfst du sowas hier nicht mit herbringen, wenn du sie wieder mit nach Hause nehmen möchtest. Das ist dann so, ne? Dann gucken wir mal weiter. Ich bin noch Babys. Ich sehe noch Babys. Ja, gut. Da ist noch ein Baby, das wurde vorhin auch vor der Nase weggekauft. Wo ist er denn jetzt? Hast du das gekauft? Ich habe das gekauft. Hast du schon einen Namen? Nein. Okay, schade. Ich erzähle jetzt direkt von allen die Namen. Aber ich habe deinen nicht gesehen. Ja, Kerstin hat ihn dir einfach gegeben, ohne mich auf mich zu warten. Ja, der liegt da hinten irgendwo im Kinderwagen. Ja, ich habe ja hier unten den ersten Welt von Kerstin. Ja. Siehst du, Leila. Boah, das ist so schlimm. Okay, wir gehen mal da lang. Die Adresse? Ach so, oh Gott, mach ich gleich, genau. Den hätte ich auch sonst auch gekauft, wenn er noch da gewesen wäre und ich nicht ein anderes Kind gekauft hätte. Das ist eine Sage und ich habe gerade noch eine Sage bekommen. Die ist von Bruna Madeira und die, die ich gerade bekommen habe, ist von Kirstin Hagemann. Ab? Rot blond. Hier sind auch noch Kinder. Hier. Oh, die ist richtig süß. Von Bruna. Aber Bruna ist doch echt. Aber Alicia finde ich das. Hier ist auch noch ein Kind. Und da sind auch noch drei Kinder. Wie heißt das Kind? Das ist Eve. Und das sind zu viele zum Fragen. Wir gehen mal da hinten weiter. Hier ist Lea, aber hier sitzt ein Kind und da hinten sitzen drei Kinder. Oder vier, da war noch ein viertes. Ist nicht zu Hause. Auf jeden Fall ist hier auch noch ein Kind, das kennen wir auch schon. Mit dem waren wir mal spazieren mit dem Kind. In Hamburg. Krass. Hallo. Hallo. Hier ist auch noch ein Kind. Wie heißt dein Kind? Hat noch keinen Namen. Oh. Das Kind hat aber einen Namen. Und der Dino auch. Wer ist der Dino? Thorsten. Ach ja, oh Gott. Wieso frage ich euch jedes Mal? Da hinten ist auch noch ein Kind. Das ist Enya. Enya will nach Hause. Oh ja, das sieht man. Da hinten ist auch noch ein Kind. Noch zwei. Noch zwei, ja. Oh, ihr seid ganz da hinten. Hier ist auch noch ein Kind. Hat das Kind einen Namen? Nein, das Kind hat noch keinen Namen. Okay, das Kind kriegt noch einen Namen. Ich nehme jeden Vorschlag an. Mir fällt leider gerade keiner ein. Hier sind auch noch zwei Kinder. Ich bin sehr verliebt in deinem Kind. Hier ist Luca. Ich glaube, die habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Stimmt. Und wer ist da hinten noch? Isa. Da ist noch Isa. Oh, sind hier viele Menschen. Entschuldigung, wir sind alle so breit und hoch. Hatte ich das Kind schon? Nee, das hatte ich auch noch. Wie heißt das Kind? Sarah, wie heißt dein Kind? Wie heißt das Kind? Mala. Das ist Mala. Mala ist so ein schöner Name. Hier ist gerade so ein schönes Licht, guck mal. Wieso? Wir waren jetzt noch im Raum, haben da die letzten Sachen hingebracht und jetzt gehen wir noch ein letztes Mal für heute auf die Messe. Morgen ist ja auch noch Tag, aber für heute gehen wir jetzt noch ein letztes Mal auf die Messe. Ich habe nämlich was gesehen, die anderen haben nämlich Decken gekauft, nicht alle. Lina war mir treu, die anderen haben sich alle Decken gekauft. Aber ich hoffe noch auf eine Gänse. Genau, und wir gucken jetzt, ob wir da auch noch welche finden. Genau, und ihr habt ja gerade gesehen, dass ich ein neues Baby bekomme. Das braucht ja auch noch eine Decke.
Ja, naja, aber weißt du, ich habe ja jetzt Zwillinge. Weil das ist ja jetzt Knuts Zwilling. Und Knut bleibt nicht Knut, sondern bekommt einen neuen Namen, damit die auch zueinander passen. Kann das neue Baby Knut heißen? Nein. Ich mag Knut sehr das gerne. Neue Baby ist das Mädchen. Ich möchte ganz gerne, dass das Tuna da ist. Ich hätte gern einen schönen passenden Namen zu Knut gehabt. Oder zu Thury. Aber zu das Thury. Knut wird Thury, nur damit ihr alle Bescheid wisst. Nein, nein. Weil dazu gibt es keinen passenden Zwillingsnamen. Und ihr wisst ja, wie ich bin. Also mal gucken, was passiert. Genau. Und jetzt gehen wir noch die Decken angucken und nochmal durch die... Wir können auch noch die Rucksäcke und die Taschen angucken. Aber ich habe jetzt halt Mina Maus. Ja, hier. Ja, im Rucksack. Ah, okay. Und ich dann genau. Und dann geht es dann auch schon zur Party. Also das nächste, was ihr dann seht, ist wahrscheinlich schon Party-Content. Wisst ihr, dass Silja, die super tolle Freundin, die jetzt, wir in Bali auch gerade redet, dass ich ein neues Baby habe? Ja, natürlich. Das habe ich schon zehnmal gezeigt. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich auch mit YouTube anfange. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr da Bock drauf hättet. Das war jetzt voll die forcierte Werbung, dem ich nicht zugestimmt habe. Aber falls sie jetzt an dieser Stelle schon einen Kanal gemacht hat, verlinke ich euch den einmal unten in der Infobox. So. Wenn nicht, dann könnt ihr mal sagen, ob ihr Bock hättet. Genau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt wollt. Es gibt nie genug Reborn-Accounts. Oder ist ein süßer kleiner Hund. Okay, aber das ist, ja. Wir gehen jetzt nochmal hier in die, das ist übrigens die Stadthalle, falls ihr gar nicht wisst, wie die aussieht. Ich habe die nämlich, glaube ich, gar nicht gezeigt. Da gehen wir jetzt nochmal rein und dann melden wir uns nochmal. So, wir sind jetzt in den letzten Zügen vor der Party. Wie ihr hört, stehen schon einige Leute vor der Tür. Die müssen jetzt aber noch warten, weil wir haben noch eine Viertelstunde. Und wir sind, ja, wir warten auch noch auf Leute vom Orga-Team. Genau, und dann geht's los. Danach habe ich noch einen, der war dann schon mit dem Schaum, das ist okay, aber das war dann auch okay.
Wir sind noch in der Küche, es ist schon sehr viel. Also das ist alles schon leer. Du hast mich jetzt. Ja, aber dein Gesicht nicht. Außer du willst es da drin haben. Das ist alles schon leer. So viel haben wir schon gegessen. Und hier sind noch Reste. Hier ist noch mehr davon. Und vieles schon. Na, die Leute haben viel Pizza gegessen. Also hier ist jetzt Flohmarkt-Time. Wie ihr seht, hier ist so viel Zeug überall. So viel Zeug. Und ich muss jetzt hier auch erstmal stöbern. Aber ich filme die jetzt. Und wenn die jetzt nicht verkauft werden, dann. Also, wenn ihr dieses Video jetzt seht und es noch nicht verkauft, dann könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr das kaufen wollt. Ich vermittel dann, okay? Das hier. Das hier. Der auch. Guck mal, den will doch bestimmt jemand haben. Der ist bestimmt bis heute Abend eBay. Einmal einfach Kommentar schreiben. Danke. Das wird schon. Da lassen wir das mit den Kommentaren, das ist zu viel. Hast du jetzt genau gesehen? Glaube ich schon, ne? Wer? Mhm. Wer hat sich 3 Babys gekauft? Hm? Sofort. Ja, ich rede gerade. Zeige euch hier mal noch unseren Kinderwagenparkplatz. Also es ist noch gut Platz, aber es sind schon ganz schön viele. Und da irgendwo liegt noch ein Kind, habe ich gesehen. Hm. So, wir sind in den letzten Zügen. Wir räumen hier gerade auf. Ist alles wieder abgebaut. Die letzten Babys warten darauf, nach Hause zu fahren. Okay, jetzt nochmal kurz nach oben. Die Fotoecke hatte ich gar nicht gefilmt. Jetzt ist sie schon wieder abgebaut. Schade eigentlich. Hier müssen wir nämlich auch noch ein paar Tische abbauen. Das war's. Ja. So, hier, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir haben noch eine ganze Pizza übrig. Die Vegetarier, von der ich euch schon gesagt habe, dass die keiner will, weil letztes Jahr auch über war. Und wir laufen jetzt zurück zur Jugendherberge. Ich bin völlig erledigt. Wie geht's euch so? Ja, also, mir geht's gut. Also, mir geht's auch gut, aber ich bin trotzdem erledigt. Guck mal, mein Schatten mit den Spacebands. Habe ich eigentlich noch mein Dings da? Ja. Genau, unsere Freunde sind schon da hinten. Die sind schneller. Aber wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Ich bin sehr müde. Was ist euer Fazit? Like. Ja, nee, also so schnell vorbeigegangen ist es definitiv nicht. Ich war so müde. Aber es war sehr schön, fand ich. Und jetzt... Es gab auch Tränen, jede Menge sogar. Aber es war schön. Ja, also ich nicht. Ich... Ach so, ich soll hier. Aber. Okay. Oh, wer sitzt denn da? Auf einmal zufällig im Busch. Hat das Ding eigentlich einen Namen? Ich bin lustigerweise heute zum Stand gegangen und da war das schon weg und ich bin ein paar Mal um das rumgeschlichen. Wow, das sieht voll schön aus. Da sieht man das sogar. Genau, und da war es gerade verkauft und jetzt gerade habe ich erfahren, dass meine Freundin das gekauft hat. Ja, wir gehen jetzt. Und das stimmt gar nicht. Wir sind nicht in Lebensgefahr. Nicht, dass jetzt jemand irgendwie hier Polizei ruft. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Jugendherberge. Wir sind einfach super müde. Deswegen sage ich jetzt auch Tschüss für heute. Hier will dein Kind einmal winken oder was? Ja, nicht mitten auf der Straße. Und dann machen wir nämlich morgen ein neues Video. Tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Also morgen.